Willkommen zum Best of Numero 2 hier auf meinem Kanal. Ich will gar nicht so viel reden, also würde ich einfach sagen, let's go! Mimit ist mal wieder weg, pass auf, hier kommt ein neuer Diss-Track. Diese Worte gehen an Layla, sie isst immer zu viele Big Macs. Lang, Mimit, sei mal leise, ich rappe besser als du. Okay, Layla, nur weil du Mero-Fan bist, heißt das nicht, dass du rappen kannst, hä? Ich lade nach, drück ab mit vollem Magazin. Meine Stimme sehe ich so heiß und brennt wie ein Benzin. Ich zersäge auch im Flow einfach so aus Prinzip. Das ist Nummer 1, größtes SMK of the week. Ich baller die Reime, du weißt genau, ich bin zu Baba. Also komm mal runter, rede gar nicht so viel über Paare. Ich bleibe am Ball, Juan Mata und der Maradona. Komm nach Digger Busch, nimm dir deinen Paragans locker. Es borgt nicht. Bam, QDH, baller los. Auf meine Schoß. Spaghetti ohne Soße. Halt dein Maul, ich muss los. Bro, komm, lass jetzt zocken. Na, Bruder, chill, ich schreibe noch mit ein paar Mädchen, so Chayas und so, du weißt schon. Bruder, wieso machst du sowas? Bruder, ich bin ein Playboy und ein Herzensbrecher, du weißt schon. Mein Sohn? Ja, Mama. Wer ist dieser Junge da? Das ist mein Freund, der heißt Furkan. Furkan? Pardon, mein Name ist Furkan, Furkan Müller. Ich bin der Kumpel ihres Sohnes und bin heute nur zu Gast hier, ne? Wow, der Junge hat echt Benehmen. Ja, natürlich, Benehmen steht bei mir an erster Stelle, das ist bei meiner Familie klipp und klar, ne? Oh, okay, dann stell ich nicht weiter. Mein Sohn nimmt dir ein Beispiel an ihm. Bruder, wieso bist du so anders von meiner Mutter? Oder wenn wir schon über deine Mutter reden, ist die heiße Schnecke eigentlich Single? Herr Axelschenkel? Herr Axelschenkel? Lan, Herr Dieter Axelschenkel! Ja, Mehmet, du brauchst mich nicht anschreien. Ich habe ihren hässlichen Namen dreimal geschrien, aber sie haben mich nicht gehört. Ja, was willst du jetzt? Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Hast du dir die Frage schon mal angeschaut? Nee, ich habe nur die Frage kurz angefurzt. Natürlich habe ich sie mir angeschaut. Ja, dann komm mal zu mir. Anonassikchen. So, was verstehst du jetzt daran nicht? Alles. Na, Ronaldo hat Ficken und trinkt Cola zum Frühstück. Dann kommt Messi und küsst deine Mutter. Wie viel wiegt deine Kuh? Was verstehst du jetzt daran nicht? Ich weiß es nicht. Sagen Sie einfach die Lösung. Die Antwort ist Ketchup. Jetzt setz dich wieder hin. Okay. So, Schüler, holt bitte eure Bücher raus, oder? Mehmet hat gefurzt. Oh. Fui Kaki. Leute, chillt, das war der Stuhl, ich habe mich nur kurz zurückgelehnt. Ja, wieso riecht's dann nach verfaultem Käsefurz? Ja, keine Ahnung, Annemarie, vielleicht ist es dein Mundgeruch oder so, aber das war der Stuhl gerade. Ja, okay, dann mach nochmal das Geräusch. Okay, hör zu jetzt. Das hört sich anders an. Warte, einmal noch, hör. Hä? Hä? Mama, schau, was ich mir geholt habe. Ja, was hast du dir denn gekauft? Ich habe einen kleinen Hund gekauft. Oh mein Gott, der ist ja voll süß. Muah. Ab heute gehörst du in unsere Familie, okay? Mama! Ja? Komm her, ich zeig dir meinen neuen Hund. Deinen neuen was? Meinen neuen Hund. Weyo, da Chifranonen. Wo ist der Hund? Ah, da bist du Haiwan. Du hast dir nichts verloren. Oh. Ja, mich hat man ja nicht ohne Grund Fatima Ronaldo genannt. Anonassikim. Wenn ich ein Lehrer wäre. So, Schüler, ich bin euer Biolehrer und heute schauen wir uns den menschlichen Körper an. Yay! Gut, Schüler, was befindet sich denn hier in dem Bereich hier? Albanien! Nein, Almir, hier ist die Brust und nicht Albanien. Wichtig ist aber noch zu sagen, dass bei den Frauen etwas größer ist und bei den Männern kleiner. Hä, aber meine Mutter hat auch kleine und sie ist eine Frau. Ja, dann tut mir dein Vater leid. Die nächste Frage, was befindet sich denn hier in dem Bereich? Ich glaube, das Herz. Ja, genau, aber nicht bei jedem. Der Mann hat ein Herz, aber die Frau hat kein Herz. Null. Hier ist leer. Nichts. Hä, wirklich? Ja, ihr könnt ruhig meine Ex-Freundin fragen. Die hat wirklich kein Herz. Die kleine Kach. Herr Lehrer, was bedeutet Kach? Frag einfach deine Mama. Ich glaube, sie kennt sich am besten aus. Okay, warte, ich frage kurz meine Mutter. Mama, darf ich mit Lukas heute rausgehen? Ja, natürlich darfst du. Sag nein! Was? Sag nein! Nein! Oh, okay. Nein! Willst du mich verarschen? Lauter! Ach so! Nein! Ja, Lukas, hast du gehört? Ich darf heute nicht rausgehen. Wenn der Lehrer dich als schlechtes Beispiel nimmt. So Schüler, wer von euch hat die Hausaufgaben nicht gemacht? Ich, Herr Professor Gurkengrätsche. Was, Annemarie? Ich bin das von dir gar nicht gewohnt. Das kommt nicht mehr vor, es tut mir wirklich leid. Okay, gut, aber ich will nicht, dass du so wie Mehmet wirst. Der Idiot macht nie seine Hausaufgaben. Lustig, Herr Gurkengrätsche, wieso erwähnen Sie genau meinen Namen? Nur weil ich paar Mal meine Hausaufgaben vergessen habe. Nur ein paar Mal? Ja. Hast du die heutige Hausaufgabe? Nein, aber trotzdem müssen Sie mich nicht erwähnen. Na bitteschön, merk selber, wie dumm du bist, ne?
Eine Frage, seid ihr eigentlich gleich groß? Naja, ich bin 3 cm größer als er, aber wir sind glücklich damit. Ah, okay, freut mich. Wow, Melissa, seit wann hast du einen Sohn? Was meinst du? Ja, das kleine Ding da neben deiner Seite, das ist doch dein Sohn, oder? Ich bin nicht ihr Sohn. Oh, bist du denn ihr kleiner Bruder? Er ist mein Freund. Oh mein Gott. Was gibt's da zu lachen? Nur weil sie ein wenig größer ist als ich? Nur ein wenig? Um sie zu küssen, brauchst du eine Leiter, die 3 Meter groß ist. Walla, sie hat recht. Schatz, ich geh jetzt duschen. Was, du gehst duschen ohne mich? Ach so, willst du mit mir duschen? Ja, ich meine, ja, dann können wir Wasser sparen und so, du weißt schon. Okay, komm dann, ich geh schon mal rein. Und wieso dampft das hier so? Keine Ahnung, komm jetzt rein. Okay, okay. Wie angenehm, soll ich das Wasser noch ein wenig wärmer machen? Nein, 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 es passt schon so. Doch, mir ist kalt. Nein, stopp, ich will nicht mehr. Hä, aber du wolltest doch mit mir duschen. Ansonsten, ich hab gedacht, du duschst mit Wasser und nicht mit Feuer. Chill, das Wasser hat erst Ofentemperatur. Den Vulkanmodus schalten wir erst jetzt ein. Nein, nein, bitte nicht, nein. Adeline, ich brauche deine Hilfe. Ja, was brauchst du? Ich habe ein Date mit einem Albaner, aber ich kann kein Albanisch. Okay, und jetzt? Du musst mir beim Date albanische Wörter aufsagen. Hier, nimm. Okay, werde ich machen. Oh, hey. Hey, von wo kommst du eigentlich? Ich? Ich komme aus Albanistan. Du Idiot, Albanien. Ich meine Albanien. Albanien. Aha, oh, okay. Tachifsha Nonen, ich bekomme keine Luft. Ich bekomme keine Luft wegen dir, Tachifsha Nonen. Tachifsha Nonen, ich flieg gleich um. Du bist so süß, ich flieg gleich um, Tachifsha Nonen. So, Schüler, ihr macht in einer Partnerarbeit ein Referat, okay? Zu zweit. Herr Professor, dürfen wir denn aussuchen mit wem? Gute Frage, natürlich dürft ihr einen Partner nicht aussuchen und du machst gleich mit dem Andreas ein Team. Nee, Herr Professor, er ist der ruhige Schüler. Ich habe Angst vor ihm. Ja, ich auch. Hallöchen, Mehmet. Lass mich in Ruhe, bitte. Also, nein, Spaß. Hallo. Welches Thema willst du mit mir im Referat machen? Also, ich wäre für das Thema psychische Krankheiten. Wie wär's denn einfach mit dem Thema Fußball oder meinetwegen Einhörner auf Regenbogen? Mir ist es egal, aber... Nein, nein, nein. Mein Vater hat früher mit meinem Kopf immer Fußball gespielt, also ich mag das nicht so sehr. Geht es dir gut? Nein, nein, mir geht's nicht gut. Okay, egal, wir machen so. Ich suche im Internet über psychische Krankheiten und du machst einfach ein Plakat und du darfst Buntstifte verwenden. Nicht nur schwarz-weiß, es darf auch bunt sein. Nein, 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 du brauchst nicht im Internet nachzuschauen, weil ich kenne mich sehr gut mit psychischen Krankheiten aus. Andreas, hör mal zu. Also falls du wem zum Reden oder so brauchst, dann komm nicht zu mir, geh zu einem scheiß Psychologen, lass mich in Ruhe. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren ein rotes Herz, damit ich sehen kann, wer ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau ist. Ich hoffe, euch hat mein Best-of gefallen und falls ihr weitere Teile sehen wollt, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren und wir sind bald 200.000 Follower. Ich küsse euer Herz. Bis zum nächsten Video. Bye.